Moin. Ja, und da wird schon Social Media gemacht. Nein, nur WhatsApp. Oh. Oh, also für unsere WhatsApp-Gruppe. Ja. Da siehst du es. Oh nein. Doch. Oh. Tada. Tada. Da ist unsere Kamerafrau. Ja. Und wir schauen mal wieder beim Moviepark vorbei. Ja. Ja. Ich morgen hoffe, der ist nicht so voll. Morgen beginnt der Cheerleader Day. Tage. Und dann hoffen wir, dass es heute noch so leer ist. Also bis jetzt ist es noch sehr, sehr schön leer. So leer, bis jetzt bin ich es nicht gewohnt für die Uhrzeit. Nee. Aber warten wir es mal ab. Wir werden sehen. Genau. Und wir nehmen euch wieder mal mit, ne? Ja. Für euch ist das Intro, für uns das Warten, bis die Tore hochgehen. Und dann sehen wir uns drin wieder. Jo. Ich denke zur Opening. Mal schauen, ob die läuft. Freitags läuft die nicht. Ja, das weiß man ja bei dem Park nie so genau, ne? Ja. Weil, mir hat man ja auch schon mal gesagt, wo ich anstehen musste bei Studiotour. Man hat sie früher zugemacht, weil zu wenig los war. Und wo man durchlaufen konnte und sitzen bleiben konnte, da ist sie offen geblieben, weil genug los war. Also, ja. Wer weiß, vielleicht ist heute auch wieder so ein verdrehter Tag. Ich werde es sehen. Wer weiß. Wir lassen uns überraschen. Aber jetzt für euch erstmal das Intro. Park angekommen und wie mein Bruder recht hatte, es findet keine Show statt. Ja. Ja. Aber dafür wurden wir herzhaft von einem Fan begrüßt. Ja. Hier grüßen wir dich auch nochmal zurück. Genau. War schön, dich kennengelernt zu haben. Ja. Wir treffen uns bestimmt öfters hier und laufen uns über Weg, weil Moviepark ist ja nicht so groß. Ja. Und so voll. Ja. Also heute ist wirklich sehr, sehr leer. Also wenn sich alle an ein Fahrgeschäft anstellen würden, die jetzt gerade aktuell im Park sind, wir haben 10 Minuten Wartezeit an einem Fahrgeschäft mit allen Gästen. Ja. Wollen wir mal gucken, wie es wird. Und heute gibt es auch 15 nur. Uhr? Ja, heute gibt es nur eine Show um 15, keine um 12. Normal so freitags doch um 12. Ja, vielleicht haben sie die Schilder noch nicht gewechselt. Ich frage gleich mal nach. Könnte sein, wenn wir nachher hier rauskommen oder einfach mal in die App reinkommen. Ja. Aber jetzt geht es erstmal ab zur Studiotour. Gucken, ob Sam redet. Wann kommt der? 2090. Boah, also war lange Drehzeit. Ja, das Problem ist, der Scriptschreiber hat Pause. Achso, ich hab gedacht, du drehst das in Deutschland, wegen den ganzen Anträgen dauert das so lange. Ja, das auch. Ah, Studiotour gefahren ohne Sam. Ja, der hat wieder Pause gehabt. Ja, der war in der Pause. Deswegen geht jetzt ab nach Star Trek für uns. Aber keine Sorge, wir haben jetzt nicht nur Studiotour gefahren, der Tag ist vorbei. Dann wir fahren nicht zur Abschlussfahrt. Wir sind zur Studiotour gefahren und fahren sie nicht zur Ende. Star Trek. Ich habe also scheiße. Zurückspulen. Keine Angst, wollen wir jetzt nach Star Trek gehen. Der Tag ist nicht zu Ende. Wir sind nicht nur Studiotour gefahren und gehen dann zur Abschlussfahrt direkt. So sollte das heißen. Nein, wir haben gerade gefrühstückt. Genau. Ja. Ja, und da ist unsere Fotografin. Ja. Und dann kann es losgehen. Ab nach
Warp-Geschwindigkeit. Warp. Es gibt 15 Minuten Wartezeit, habe ich gerade gesehen. Ja, ich bin jetzt gerade irritiert. Folgt mir. Immer diese Handysüchtigen. Nein, Social Media süchtig. Immer die Frauen, muss man immer auf die warten. Ne? Wir sind schon fast durch. Nein. Doch. Oh. Operation Enterprise wird geladen. Operation Enterprise vollständig geladen. Crew der Wake-Up-Pire. Genau. Ich sehe hier wieder diesen Clown worden. Oh. Der Bokobus ist ganz stark gestört. Wir haben selbst kein Signal mehr. Bitte, rettet sie. Oh Gott. Und auf geht's. Wo sind Gäste? Jo, und weil doch heute so schön leer ist, kann man doch mal Fahrgeschäfte machen, die man sonst so selten macht. Ja, also geht's ab auf den Crazy Surfer, weil wir sind crazy. Ja. Nicht den Strand fehlt mir nur, der durch den Sand wächst mir irgendwie zu viel Rasen mittlerweile. Ja, muss man Rasen mähen. Genau. Nee, nicht meine Aufgabe. Okay. Obwohl, haben wir immer Spaß gemacht, ja. Ja. Aber jetzt geht's auf den Crazy Surfer. Eine Runde Surfing. Yay, yeah, Surfing. Am grünen Strand. Genau, ja, und dann noch eine schöne runden Fahrt, Crazy Surfer. Ja, die war schön rundig. Ja. Ja. Will mein Bruder jetzt doch endlich schaffen. Ich habe mich das ganze Jahr bis jetzt gedrückt davor. Und jetzt ja. Muss ich. Seine Abmachung war einmal im Jahr muss er Iron Claw fahren. Ja. Ich hoffe, ich erwische die Stelle, wo es da nicht schlägt. Happy Birthday. Ja. Happy Birthday. Ja. Ja, Sonntag ist es schon. Ja, ganz lustige Sache hier. Ja, die Vorbereitung für den morgigen Cheerleader Day. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, die Zelte stehen schon. Ja, ja. Und ganz viele Cheerleader sieht man hier auch schon rumrennen. Also noch nicht in der Cheerleader-Kleidung, aber schon so. Ja. Ja. Und jetzt spielen wir Cheerleader auf Iron Claw, ne? Ja. Ja. Iron Claw! Iron Claw! Iron Claw! Oh Gott, nee. Note 6, durchgefallen. Auf geht's zur Fahrt. Ja, ihr könnt ja leider nicht mitfahren. Das geht ja nur in anderen Parks. Deswegen sehen wir uns dann danach wieder. Studio ist geclosed. Betriebsbedingt. Es kommt zu längeren Wartezeiten. Ah ja. Oh. Pusche mit Mülleimer. Ja. Ab in den Müll. Das hätte ich sein können. Vorwärts, Leute, wir müssen zurück. Ja, betriebsbedingt kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Ich suche die Wartezeit noch. Meinst du, ich finde die? Du findest Gäste, aber ganz wenige. Außerdem, der wartet da schon lange auf eine Fahrt. Ja, der wartet schon so lange. Ich bin sogar schon beinahe vorbei. Ja, die Prügelmaschine gefahren. Ja. Ich habe meine Ohrlaschen gekriegt. Rechts und links. Ja. Bing, 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 bing. Ich sag doch, das könnte man Bud Spencer machen. Ja, das würde besser passen. Und jetzt geht's natürlich auf das. Ja, nee, ich glaube, also bis jetzt habe ich die Erfahrung gemacht dieses Jahr, dass sie gar nicht so schlägt. Ab auf Bandit. Ja, Bandit. Ja, letztes Jahr fand ich sie schlimmer. Ja.
Nee, hier ist nicht Mission Impossible. Nee, da war ein Insider. Ein Insider, kein Outsider? Nee. Ist der mein... Ah, ich hatte schlafen, nee. Ja. Hier aber der wandert nicht mehr so wie früher. Ich, oder hat da vielleicht jemand hingepinkelt? Wer weiß. Hattest du so viel Angst verwendet, Markus? Ich wollte sagen. Ey, aber der große Wartebereich ist geschlossen. Ja. Ich, da, ich wollte jetzt aber durch den großen laufen, Mann. Ich wollte Kilometergeld kriegen. Ja, genau. Ich muss doch noch Schritte zusammenkriegen. Hast du die schon genug? Ah, hier kann ich wieder Schritte zusammenkriegen. I'm walking, da 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 da. Ah! Oh, haben wir denn schon wieder Halloween? Die Monster sind hier unterwegs. Ey, ich will erst die Summer Nights haben. Ja, Summer Nights. Deutscher Park. Warum sind wir nicht hier reingegangen? Weiß ich nicht. Weil, the storage device is missing. Kein Empfang. Es gibt Leute, die bestehen drauf. Wenn ich ein gebrauchtes Gerät verpasse. Jo, jetzt komme ich hier gerade bei meiner Lieblingsattraktion vorbei, wo ich immer gerne meckere. Ja, willst du mal reingehen und meckern? Ich lasse mich jetzt mal gruseln. Ja. Ohne meckern. Mecker, mecker. Ja, und ich mecker. Dann fahren wir nach Mecker. Nee, ist mir zu weit. Ich habe gedacht, da kann man meckern. Nee, aber ist zu weit. Egal. Mein ganzer Leben fliegt, ich bleib hier. Der mag mich nicht, der will mich allein lassen. Ja. Okay, dann gehe ich jetzt nach Van Helsing. Tschüss. Kommen Sie rein und bringen die Experience rein. Oh, oh, oh. Lauf, lauf, lauf. Lauf, Forest, lauf. Lauf, Forest, lauf. Der Döner hat schon wieder auf. Los, verschwindet. Und überlebt? Lebt ihr noch? Oder seid ihr erschossen? Ich hab diesen Anzug an, wo alles abprallt. Ach so, okay. Das ist hier der von uns mit dem Video, aber da prallt alles abprallt. Er ist der Meinung, er ist ein Abpraller. Hm. Ein Prahler, ja, das würde ich glauben. Ja, und jetzt geht's eine Runde fahren und dann sehen wir uns danach wieder. Ah, ah, ah. Ich bin abgestürzt. So mein kleines Fazit zu Van Helsingen. Nach zwei Wochen wieder mal hier. Nichts repariert, nur ein Bluescreen mehr dazu gekommen. Ja, genau. Alle Störungen wie gehabt, wie vor anderthalb Jahren. Naja, ich geb's auf. Der Park hat's auch wohl schon aufgegeben. Wer weiß, vielleicht auch deswegen. Ja, und jetzt geht es mal weiter im Park gucken, was wir noch so treiben können. Irgendwie können wir überall sofort rein und losfahren. Ja, ja, was auch fährt. Wie NYC fährt ja auch heute mal wieder nicht. Ne, leider, leider. Ist mal wieder geschlossen. Dabei hätte ich heute gerne mal gefahren. Wir sind jetzt heute mit den Leuten unterwegs, die es gefahren hätten. Ja. Ja. Aber nein, dann wieder Putz. Leider. Also fahren wir nicht Time Rider, da ist nichts mit einfach einsteigen. Ja, vorhin war es noch leer. Eigentlich fühlt sich das hinter uns immer, ne? Ja. Ja, wir werden es merken, wie weitergeht. Genau. Und schauen wir mal. Ja. Ja, ich brauche eine Abkühlung. Ich bin einfach zu aufgeheizt heute. Ja, der ist auch zu warm angezogen. Ja, es war ja auch starker Wind und Regen angesagt. Den Wind suche ich. Der ist noch nicht mal auf Star Trek gewesen. Also Windstille und trocken. Ja. Genau gegensetzt vom Wetterbericht. Ja. Deswegen geht es jetzt ab auf Area, damit ich mein Wasser kriege, was nicht von oben kommt, dass ich das vielleicht von vorne bekomme. Ja. Weil, wie ihr seht, da kommt gerade wieder die Sonne raus. Ja, also ich würde sagen, er kriegt das ganze Wasser ab. Ja, dürfte Glück haben, drin ist keine Sonne, ne? Genau. Und los geht's. Ja. Ich film ja auch. Ich bin nicht filmogen von hinten.
Okay, dann nehme ich Star Trek. Au. Ha? Ist Star Trek wieder so laut? Hat Star Trek wieder Onboard-Sound? Nee, diesmal ist er ausgefallen. Diesmal, oder die haben ihn leiser gestellt. Also meine Fahrt war vorhin viel kreischender. Ach nee, jetzt kommt ja die schreiende Box wieder. Was meint ihr? Also ich bin der Meinung, das ist hier die lauteste Box den ganzen Tag. Ah, das war die lauteste. Sie ist nämlich schon kaputt. Sie kratzt. Aber irgendwie habe ich den Fun- und Freizeit-Winnie-Bruder verloren. Ich habe gedacht, man muss immer auf die Frauen warten. Jetzt muss ich auch auf ihn warten. Nee, nee, nee. Ja, ich bin eine schöne Abkühlung auf Area gehabt. Definitiv, ich saß ja vorne. Ging so. Ja, ich habe ja alles abgekriegt. Ja, du wolltest ja auch alles. Ich war der Wassermagnet. Hey. Ja. Jetzt geht's für uns in die Stuntshow. Ja. Das seht ihr in extra Video. Und dann sehen wir uns jetzt direkt nach der Stuntshow wieder. Also, mal schauen, was wir da machen. Ja. Ich habe so gehört, es geht danach in Disneyland. Könnte sein, ja. Also bis jetzt sofort. Ja. Jetzt geht's eine Runde auf Jimmy. Bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Aber Jimmy und der Neutron mit der Neutron-Bombe. Warum nicht? Ja, einmal Jimmy. Ja. Früher öfters gefahren. Ja. Zu Isaac-Zeiten, das waren noch coole Zeiten. Bye bye! Ja, da hat man die abgefeiert. Ja. Auf geht's. Eine Runde fahren und dann melden wir uns wieder. Das Nicklet am Gras. Den Tag haben wir begonnen mit der Studiotour. Genau. Und ja, jetzt geht es langsam zum Ende zu. Wir haben 16 Uhr. Ja, in einer halben Stunde schließen die Fahrgeschäfte, ja. Also geht jetzt zur Abschlussrunde, würde ich sagen. Und womit fangen wir da an? Mit der Studiotour. Ja, dann sehen wir uns auf der Studiotour wieder. Finde ich jetzt besser, wenn er mehr ist, natürlich anders. Ne? Vorwärts, Leute, wir müssen zurück. Ja, so ungefähr. Ich verpasse meinen Sam immer. Aber gut, wenn er auch beim, im Zug nicht mit drin ist, ist er ja nicht schlimm, wenn ich ihn auch hier verpasse. Ja, aber Andy. Ja, Andy, die sehe ich zwischendurch. Ja. Das Ende und das Anfang. Mit dem einzig Wahren habe ich heute ein Bild gemacht. Und hier so schöne, Christian seine Zeichnung, sagt er, aber ich glaube nicht, dass er so schön zeichnen kann. Ich habe dafür doch meine Leute, die zeichnen für mich. Für alles braucht er Leute. Ja. Ich höre mit den Leuten auf, er fängt an. Ja. Da habe ich dann hier jemanden, der für mich schreibt, ne? Wer schreibt, der bleibt, ne? Ja. Da habe ich mein Zeichen. Ja, und was fehlt zum guten Ende noch? Habe ich heute ganz vergessen und ausgelassen. EXC. Ja, jetzt die Sonne weg. Ich werde wieder nass. Wir können ja danach mal berichten. Die kaputten Pfeile, Mano. Film zurück. Oh, das war mal so eine richtig geile nasse Fahrt. Definitiv. Ja, ich hab's voll abgekriegt. Ja, aber richtig voll. Ja.
Tada! Tada! Ja. Und in diesem Sinne, wenn ich auf Uhr gucke, geht's jetzt schon wieder zur Abschlussfahrt. Ja. Also geht's jetzt ganz schnell nach Star Trek. Star Trek! Ja. Los geht's, gestört sein. Und auf! Ja. Mit Warp-Geschwindigkeit. Warp, warp! Vorwärts, Leute. Es wird bestimmt schon gewartet. Haben wir einen Stop, wenn wir hier uns auf? Bestimmt. Man weiß ja, wir sind das Letzte. Genau. Ich geb's zu! Verfolge! Ja, da geht der wunderbare Tag mal wieder zu Ende. Ja. Sehr unterhaltsam, sehr feucht gewesen, aber nicht von oben vom Wetter her, wie angesagt. Nur von den Wasserbahnen. Ja. Ah. Es ist trocken und der Wind ist auch weggeblieben. Ja. War einfach mal wieder super. Und ja. Schöne Grüße von uns an Thorsten. Genau. Ja. Und ja. War mal wieder ein sehr interessanter Tag und vor allen Dingen schön leer. Das hat uns am meisten Spaß gemacht. Ja, wir konnten heute ja, gut viel fahren. Ja. Mehr wie sonst, definitiv. Das auf jeden Fall. Ja, und für die Leute, die es noch nicht getan haben, vergesst das Abonnieren nicht und die Glocke drücken. Ja. Macht auch kein Ding-Dong und kostet nichts, ist alles gratis. Ja. Tada, da ist noch jemand. Tada. Ja. Tada. Ja, und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt Fun und Freizeit-Vinny, nur für euch unterwegs on Tour. Tschüss, bis zum nächsten Mal.